Bertha von Suttner gilt als Ikone des Pazifismus. Schon früh warnte sie vor dem Militarismus, der in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg in breiten Teilen der Gesellschaft zu finden war. 1905 erhielt sie für ihr unermüdliches Engagement für den Weltfrieden als erste Frau den Friedensnobelpreis. Dieses Jahr war der 100. Todestag von Bertha von Suttner. Die Schauspielerin Maxi Blaha hat aus diesem Anlass eine Hommage an die Friedensaktivistin schreiben lassen, die im März in einem ungewöhnlichen Rahmen uraufgeführt wurde, nämlich im Parlament. Nach Auftritten in Japan war Maxi Blaha damit im österreichischen Kulturforum in Washington D.C. Wenige Tage nach dem Tod von Bertha von Suttner hat der Erste Weltkrieg begonnen und da setzt das Stück an. I shall go to the Razzo. I refuse to sit back and watch. In bewusst gesetzten zeitlichen Sprüngen erzählt Maxi Blaha die wesentlichen Themen der Friedensnobelpreisträgerin. Surrender. Originalzitate und freigeschriebene Passagen verschmelzen fein dosiert. Gundakar von Suttner. He's so good looking. Dass sie nun auch in Nordamerika spielt, war so nicht geplant. Ich habe dieses Stück schreiben lassen von der Susanne Wolf, weil ich das Buch Die Waffen niedergelesen habe und von der Frau irgendwie begeistert war, die dieses Buch geschrieben hatte und wollte das Stück Feuerseele ein einziges Mal aufführen im Parlament. Gott sei Dank waren wir sehr erfolgreich und haben jetzt 45 Aufführungen hinter uns gebracht im letzten halben Jahr. Und es war keineswegs geplant, dass ich die 2 Jahre meines Lebens damit verbringen werde. Bis Ende 2015, aber es ist eine sehr schöne Wendung, die mein Leben genommen hat. Möglich wurde das auch, weil für Maxi Blaha fast jeder Raum zur Bühne wird. Ich habe das Stück so konzeptioniert, dass es nicht nur in Theatern gespielt werden kann, sondern vor allem in historischen Gebäuden, in Ausstellungen zum Ersten Weltkrieg, in Kunstausstellungen, in Palais, in Schlössern. Wir werden im Europaparlament spielen. Ich glaube, dass das auch etwas Wichtiges an dem Stück ist, dass es nicht nur an Theatern hängt sozusagen und nicht nur einen theatralischen Raum braucht, der schon besetzt ist von anderen Theaterstücken, sondern dass dieses Stück sich Räume nimmt und der Gedanke sozusagen Türen öffnet. I'd rather die than... Und auch wenn an fast allen Spielstätten ein Klavier in Reichweite steht, so steht diesmal ein ungewohntes Instrument im Mittelpunkt. What can you do? Und das Instrument ist natürlich nicht dafür erfunden und nicht dafür gebaut, solo auf einer Bühne damit zu stehen. Das war von Anfang an eine schwierige Aufgabe, da einen Weg zu finden, dass es trotzdem natürlich bleibt und gut zum Text passt und eine gute Dynamik bekommt. Das Stück zeigt die politischen, psychologischen und emotionalen Facetten aus Bertha von Suttners Biografie. Vor allem aber will es aufrütteln, denn die großen Visionen und Ideale der Friedensaktivistin sind noch immer weit davon entfernt, verwirklicht zu werden. Nationalism is the poison that will destroy Austria. Und sie hat recht behalten.